So. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Aber nur Kramurks. Jetzt nicht. Gucken kurz mal, ob wir noch einen Shiny rumgeistert sieht, aber nicht danach aus. Sie danke für deinen Lurk. Haben wir Fleckmon, Meryl. Hier könnten wir mal nachsuchen. Und Booster haben wir schon. Janma.
Ein Blau. Könnte man als Käfer dann benutzen, ne? Ist nicht einfach gegen Janma. Vor allem, weil die immer abhauen. Er greift aber auch nicht an, ne? Greif an! Danke. Oh, ich glaube, das könnte echt. Anstrengend werden gegen die. Also hier ist echt schräg zu fangen. Hier sind auch jede Menge Schneckmack.
Ich glaube, wir nehmen dann wirklich Begegnungskraftkäfer. Hast du den an? Danke. Er hat ja auch blaue Flügel, also passt das. Immer schön umgucken. Hat kein blaues Bein, löst sich langsam auf. Muss ich halt passt aufs stehen. Das dauert jetzt leider ein bisschen. Aber dadurch, dass es hier dann nur noch Käfer gibt. Greif an. Danke. Denke ich mal, geht das relativ einfach, dass hier nur noch Janmas spawnen.
Halt immer mal so die Ausschau halten, ja. Immer mal wieder Ausschau halten nach. Das wollte ich sagen. Shinies, die hier rumgeistern könnten. Oh, hi, Bronzong. Anges! Da ist sogar noch ein Lichtel. Das sind Parakiefer. Smogons. Also irgendwie wollen sie gerade nicht die Janmas. Nee, es will gerade gar nicht. Wieso wollen die denn gerade nicht? Das ist ja richtig bescheuert. Haben wir hier noch irgendwo einen Breakout? Weil der ist ja richtig bekloppt.
Haben wir hier noch irgendwas, wo wir sagen, ja, Hanfi höchstens. Zwei Tage haben wir noch. Ah. Sind jetzt mehr gekommen? Ja, da. 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 Mimikma. Paragoni hätte ich schon Bock drauf. Jetzt haben wir sie doch. Ich glaube, wir machen Mimikma. Weil Mimikma ist, wenn mich nicht alles täuscht, auch Unlicht und gut zu erkennen. Bin ich mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher. Oder ist es nur. Ah, Fei. Fee ist es, okay. Fee, sorry. Nee, dann holen wir Mimik mal jetzt. Ich glaube, das ist verdammt schwer zu erkennen, oder? Jedenfalls, hier geht das.
Ich will nur mal gucken, wie Pfiffchen aussieht. Das ist ja weiß. Okay, gelb. Pfiffchen sieht gelb aus. Sind halt auch noch welche, ne? Die sehen alle gleich aus. Oh. Ah, genick.
Ich habe jetzt gar nicht mitgezählt. Kam schon eine Meldung oder kommt da gar keine Meldung? Weil ich habe schon einige besiegt. Ist das dann halt nur, ist das nur nach? Ich speichere vorsichtshalber mal. Ich suche erstmal Mimigma. Da. Wo sehe ich denn, wie viel ich von denen schon besiegt habe? Sieht man das irgendwo? Nee, schade. Weil ich sehe jetzt noch mal Unboxing, Hallöchen. Ist das bei diesen Aufläufen egal und es kommt nur nachts? Muss ich trotzdem die 60 Stück besiegen, um die Chance zu erhöhen?
Oh Mann, Fragen über Fragen. Und ich habe keine Antwort drauf. Wie geht's dir am Boxing? Ah, ist fast verschwunden. Oh, mir geht's gut. Ich kann jedenfalls nicht klagen. Ja, ich habe ein bisschen Probleme mit meiner Grafikkarte, leider. Hatte auch viel zu tun, Umzug und so weiter. Jetzt ist alles wieder gut, hoffe ich. So. Wir brauchen ja nur ein Mimikma. Mehr wollen wir ja gar nicht. Das heißt Geist. Fangkraft. Fangkraft. Raidkraft. Great, hallöchen. Oh, nicht gut. Ich habe kaum noch Geheimgewürze und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich das auch so ganz gut hinkriege. Level 3 Sandwicher mache ich dann für Pokémon. Wo ich weiß, okay, das hat mehrere. Entwicklungsstufen. Jetzt habe ich es. Oh, aber an der Nase und am rechten Ohr. Warum musste da operiert werden, wenn ich fragen darf? Jetzt bin ich komplett hier raus, kurz. Begegnungskraft Level 1. Level 1. Habe ich es schon übersehen? Wir können auch das nehmen. Ah komm, wir nehmen das. Ah, eine schiefe Nase und am Ohr. Warte, was? Weil ich ein was einbauen muss? Ein C. L. Was? Was musst du dir einbauen lassen? Das ist jetzt gerade, wird mir gerade nicht so. Ich kann es gerade nicht entziffern. Und trotz Brille. Weil das so blöd aneinander geschrieben ist. Von mir natürlich auch gute Besserung, ne? Und dann auch viel Glück dafür auf jeden Fall. Ah, das überstehst du. Davon gehe ich aus, dass du das überstehst. Meine Stimme ist gerade weg. Oh komm.
パッパッパッパッパッ。Ja, Sandwiches, das sieht echt gut aus. Würde ich auch essen, definitiv. Weil es war jetzt nicht mehr, was ich als Aufstrich genommen habe. Ah, Hörgerät, okay, habe ich mir schon gedacht. Hörst du es so schlecht, ja? Ich glaube, einem Menschen, der das von heute auf morgen kriegt, den fuckt das auch definitiv ab. Bin ich felsenfest von überzeugt, dass den das abfuckt. Aber ich glaube, Personen, die damit leben, schon ewig leben, mit Problemen, die sind froh, dass es so eine Möglichkeit gibt. Von hier haben wir eigentlich eine gute Übersicht, oder? Von hier haben wir eine sehr gute Übersicht, ob da ein Shiny bei ist. Ja, das kann ich nachvollziehen. Jobsuche ist wirklich eingeschränkt bei dir. Ich habe das ja so ein paar Sachen noch im Kopf. Kann so ein Gerät nicht deine Chancen auch erhöhen? Weil du dann ja rein theoretisch besser hören kannst, was dich ja rein theoretisch effektiver macht. Oder effektiver machen sollte. Sagen wir es mal so. 600 Bewerbungen letztes. Das ist echt hart. Dabei werden überall Kräfte gesucht, Arbeitskräfte gesucht, die Sachen übernehmen. Moin Pauli, aber lass dich da nicht übers Ohr hauen und nimm den erstbesten Job an. Tu mir den Gefallen, du wirst da nicht glücklich. Hast du schon mal dran gedacht, in einem geschützten Arbeitsrahmen was zu machen, eine Tätigkeit nachzugehen? Ich meine, es gibt ja viele Möglichkeiten. Wie geht's dir, Pauli? Können wir das hier resetten, ohne dass da oben welche spawnen? Ja, das hast du mir ja schon mal erzählt. Und das ist echt ein Unding. Ja, Pauli, das glaube ich. Ist ja gerade die Kacke so richtig am Dampfen überall, ne?
Ah, ich hasse es, hier rumzustehen. Ich will rumlaufen, ich will was tun. Ich hasse es, mit dem Picknicken zu resetten. Ich will was zu tun haben. Ich brauche Bewegung in meinem. Oh Mann. Wir suchen ein weißes Mimikma. Also so wie das. Nur darf es nicht im Schatten sein. Weil das muss man Mimikma nochmal genau angucken. Moment. Ich muss mir das nochmal genau angucken, den Farbunterschied. Der Farbunterschied ist für mich doch sehr wichtig. Die Bäckchen sind auch grau, okay. Das wollte ich nochmal wissen. Also wir suchen ein graues Mimikma mit grauen Bäckchen. Du hast rote. Rund und griffig. So. Ihr seht alle normal aus. Ihr seht auch normal aus. Frag mich, ob man es gut erkennt, wenn es vor einem steht. Das ist immer so die Frage, ne? Ihr seht alle normal aus. Ihr seht auch alle normal aus. Das ist nun Pfiffchen. Also es muss ungefähr in der Farbe von Pfiffchen sein. So wie ich das verstanden habe. Das ist ein Felino. Was machst du denn hier? Ich glaube, es müsste so in der Farbe von Pfiffchen sein. War nur ein Pfiffchen.
So, als ich offline vorhin eine halbe Stunde Gramm Murks gemacht hatte, habe ich 2 Stück gekriegt. In einer halben Stunde. Nach 11 Minuten das erste. Guckt euch das an, wie viele das sind. Aber wenn ich richtig sehe, auch wieder kein Shiny bei. Dreh ich mal um? Ne. Jetzt noch mal kurz hier zwischen gucken, ne? Das wird sehr interessant hier jetzt das Shiny zu finden. Leider habe ich keine Geheimgewürze mehr so wirklich. Wie viel Geheimgewürze habe ich denn noch? Nicht mehr so viele, ne? Paragoni möchte ich auch unbedingt haben, weil ich das in Shiny einfach nur klasse finde. Wenn man vom Teufel spricht, kommt er ums Eck, oder wie war das? Wenn ich mir die angucke. Ist da kein Shiny bei. Nein, nicht Beutelpicknick. Das sind Magnalien jetzt. Janma. Jetzt kommen die ganzen normalen Pokémon noch mal. Ich glaube, ich versuch's gleich mal mit einem Geist-Sandwich.
Mir gespeichert. Ich muss kurz was testen, Leute. Ich weiß jetzt nicht, wo wir gespeichert hatten. Deswegen besiegen wir jetzt hier einfach mal. Ob ich jetzt genau richtig gespeichert habe oder nicht, weiß ich leider nicht mehr. Ich weiß es leider echt nicht mehr. Aber es geht ja relativ schnell dann. Gut, ist fast verschwunden. Wir hatten mich nicht davor gespeichert. Gut, dass ich nochmal. So. Speichern. Picknick. Wir wollen Geist. Da. Schillerkraft, Begegnungskraft, Fiedelkraft. Kreativmodus. Einst. Zwiebel. Grüne Paprika und Frikadelle. Saures und Süßes.
Mal sehen, ob es geklappt hat. Müsste jetzt Geist sein. Bin ich gespannt. Ja. Ja. Nein, Begegnungskraft fehlt. Hä? Wieso hast du nicht geklappt? Da, Schiller Begegnungskraft. Saures und Scharfes. Schiller und Begegnung. So, wir brauchen eine Tomate, wir brauchen die Zwiebel, zweimal rote, grün, Frikadelle. Und dann nehmen wir ein scharfes. Und ein bitteres. Eins, zwei, drei, eins. Zwei, drei, oh Gott, keine Ahnung, ob es klappt. Die Zwiebeln habe ich nämlich nicht sehr gut gelegt. Wenn ich die Frikadelle noch so ein bisschen verteilen würde, so ein Scheibchen, wäre das auch was, ein Sandwich, was ich auch essen würde. Definitiv. Jetzt haben wir's.
Wow. Hier sind ja verdammt viele nicht. Du verpieselst dich mal hier. Ja, was so, ich habe auch nichts dagegen, Jan mal als Shiny zu kriegen. Hinten sind alle gleich. Ihr seht auch alle gleich aus. Von dem Pfiffchen reden wir gar nicht erst. Du bist kein Shiny.
Oh Mann. Oh Mann. Oh, hier sind jetzt eine Menge. Shiny dabei? Nein. Auch kein Shiny. Ebenfalls kein Shiny. Ich glaube, wenn es dunkel ist, kommen hier viel, viel mehr, als wenn es Nacht ist. Weil jetzt ist ja hier eigentlich eher tote Hose. Was? Wo kommst du denn her?
Befehlen. Musst du gerade dreimal hingucken, was das für ein Pokémon ist? Rot. Rote Päckchen interessieren uns nicht. Ich glaube, man erkennt es sehr gut, wenn man es sieht. Was? Ein Felino, ne? Ja. Mich nervt es halt, dass es jetzt gerade so viele sind, obwohl wir Begegnungskraft Geist haben und Schillerkraft Geist, dass so wenig hier sind. Das ist so typisch Massenauflauf, aber nicht Schillerkraftauflauf noch dazu. Normalerweise müsste es hier von Mimikmas jetzt nur so wimmeln. Versteht ihr? Pfiffchen.
Nee, hier ist ein blödes Janma. Ein Janma ist hier. Begegnungskraft. Geist. Ja, nee, ist klar. Der ist schwer zu erkennen. Ich glaube, der ist wirklich schwer zu erkennen. Wenn ich die beiden nebeneinander packe. Muss der heller sein. Und schwarze Bäckchen. Also wir suchen eher die schwarzen Bäckchen. Was? Wow. Das Vieh hat man gar nicht gesehen.
Da sieht mir jetzt keiner heller aus. Rotebäckchen. Rotebäckchen. Rot. Rot. Guten Tag. Rot, rot. 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 Hallo, hat einer von euch Schwarzbäckchen? Nein. Ich glaube, ich achte gerade zu sehr nur auf die Bäckchen. Kann das sein? Guten Tag. Hi Kleinstein, ich muss mal kurz hier rein. Nee, nee. Halt. Hallo Kleinstein. Hallo Kleinsteins. Was dafür das angeblich Begegnungskraft? 3 ist. Sind hier verdammt wenig Mimikmaß.
ist keins. Oh Mann, ich renne von eins in den anderen. Muss mal kurz was nachgucken.
zum Fünfchen. Okay, wieder da, ich bin mal kurz auf Toilette.
So. Oh, Senesekt. Komm, naja. So. Ja, das sieht doch cool aus. Und rein mit dem Schwert. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Achso, kommt der noch? Ja, so muss das doch. Wo kommst du denn her?
Die sehen alle gleich aus, ne? Ja. Pingel Reflex? Spricht man ins Englisch aus? Moin! Was willst du denn jetzt, Mimikma? Das ist sehr schön. Bisschen shiny. Hand. Och nö. Okay, es ist 0 Uhr, gut. Offstream natürlich zwei Pokémon gefangen und jetzt seit 2 Stunden kein einziges Shiny. Wie es halt so ist, ne? Wie es halt so ist. Dann beenden wir das direkt. Was geht bei dir so? Wie geht's dir? Schönes Wochenende gehabt? Oh, Klumanta. Nimmst du wenigstens die Musa, wie heißt sie, Musada, Masuda, Methode oder? Ja, ich kann nicht klagen, okay. Wir gehen Paragoni jagen. Paragoni mag ich lieber. Mimikma ist mir zu anstrengend gerade. Ja, mit dem ausländischen Ditto. So, dann wollen wir mal. Paragoni dürfte man eigentlich ganz gut können. Oh, das ist hart, ja. Ich freue mich schon, wenn ich meine ganzen machen muss. Meine Eier. Um den Living Dex voll zu kriegen. So, Paragoni war doch grau, wenn mich nicht alles. Täuscht. Ja, genau. Grau-rot. Also, das dürfte man wunderbar erkennen. Paragoni dürfte man wunderbar erkennen, denke ich. Echt? Wie lange spielst du jetzt schon?
Hast du auch schon den Pokédex voll? Also den Schillerpin. Der macht das Ganze nämlich verdammt einfacher. Ah, nee, leider nicht. Ah, okay. Versuch den auf jeden Fall als erstes voll zu machen, bevor du dich ans Shiny handeln machst. Oder züchten. Mach ihn voll. Es geht meiner Meinung nach doch relativ schnell. Oder nutze Aufläufe. Was heißt hier, na? Doch, du greifst an. Löst dich langsam auf. Und wenn du hast bei den Aufläufen Sandwiche, so hast du eine viel bessere Chance, Shinies zu finden. Mach mal so einfach so ein paar Massenaufläufe. Ah, ich kenne das. Glumanda, also Glurak ist schon nice in Schwarz. Muss ich gestehen. Ich weiß gar nicht, wie ich Glurak gerankt hatte bei. Ich guck gerade mal, wie ich Glurak gerankt hatte. S-Tier. Glurak hatte ich tatsächlich S-Tier gerankt. Muss man auch demnächst mal wieder alle weiter ranken. Habe ich Bock drauf. So. Ich weiß gar nicht, was mein erstes Shiny war. Guck ich mal kurz. Was war denn mein erstes Shiny? Also hier. Schlurm habe ich relativ so gekriegt, das weiß ich noch. Voltilam und was war daneben? Daneben war noch eins. Davon gibt es, glaube ich, sogar einen Clip. Hatte ich zwei Pokémon nebeneinander, zwei Shinies. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, was. Nee. Hier, ich glaube, das war mein erst. Warte mal. Das kann man doch bestimmt. Daten da. Was war denn das erste? So. 31.1. 1.5.
Ah, okay, das war, da habe ich zurückgestellt, genau. Da hatte ich auch noch mal zurückgestellt. Leufeo könnte es tatsächlich gewesen sein, eins. Nee, ich glaube hier tatsächlich, das war mein erstes. Das sind alles meine Shinies, die ich habe, ja. Auch teilweise wirklich nachgesucht. Ich glaube, ja, das war mein erstes Shiny. Hier brauche ich gar nicht gucken. Und hier. Ja. Und die sind auch alle shiny hier. Ja, ich will den Living Dex voll kriegen. Also alle Pokémon in shiny. Halt, wir müssen noch eine Box weiter. So. Was meinst du? Du bekommst alle Pokémon hier. Aber wenn du jetzt die Event-Pokémon meinst, wie Glumanda und sowas, die ja nicht im Shiny-Dex sind, die musst du tauschen. Ansonsten bekommst du ja alle Pokémon. Löst sich weiter auf. Also Raid-Pokémon fehlen mir auch viele. Ich glaube, ich habe gar keinen Glumanda oder so. Ah, das ist mir dann in dem. Ich dachte schon. Moment auch relativ egal, weil ich andere Prioritäten habe. Und zwar möchte ich. Jetzt muss ich kurz. Der ist es? Nein, der ist es nicht. Der war's. Nein, der war's auch nicht. Ich hab's gleich. Der ist es. Den Pokédex und den Pokédex voll haben. Als Shinies. Das sind auch um die 500 Pokémon, die du als Shinies haben musst. Und Paragoni hat noch eine Weiterentwicklung, das heißt, ich brauche zwei Paragonis, damit ich die Reihe abhaken kann. Und Shiny Hunten tue ich auch erst seit Schwertschild. In Schwert und Schild habe ich das Züchten so ein bisschen angefangen. Und hier habe ich das Hunten richtig angefangen. Ja. Auch verständlich. Ich bin nicht so der Online-Kämpfer, also von daher ist für mich Pokémon, was das Spiel an sich betrifft, eher durchgespielt. Aber so Shiny Hunting, da hast du halt noch ein bisschen was von, ne? So, ich speichere mal vorsichtshalber.
dass ich da jetzt nicht aus Versehen zu viele kille und der Massenauflauf weg ist. Und dann machen wir nämlich gleich nochmal ein schönes Geister-Sandwich. So. Jetzt ist er fast verschwunden. Das heißt, wir machen jetzt noch ein, zwei Paragoni fertig. Dann speichern wir. Machen uns ein Geister-Sandwich. Okay, hab ich schon. Deswegen kann ich einfach ganz normal Poké-Catch machen. Gucken erstmal, ob wir hier was Graues sehen. Ne, wir sehen nichts Graues. Das heißt, wir gehen. Nein. Falscher Knopf. Dahin. Speichern. Wichtig. Und dann machen wir das Picknick. Und Paragoni müsste auch Geistpflanze sein. Wir gucken kurz nach. Geistpflanze passt. Wir wissen, wie Paragoni aussieht. Ist sehr hell. So, wir brauchen einmal Tomate, wir brauchen Zwiebeln, wir brauchen zwei davon. Grüne davon. Und dann brauchen wir noch die Frikadelle. Dann nehmen wir die beiden. Und den da drauf. Na. Und speichern vorsichtshalber immer, falls das Sandwich misslingt, dass man dann direkt nochmal neu starten kann. Sonst ärgert man sich nur. So. So. Oh, ich hab's gefangen. So. Den Deckel brauchen wir nicht. Und drauf da. Wenn wir alles richtig gemacht haben, haben wir jetzt Titelkraft, Schillerkraft und Begegnungskraft Geist Level 3. Wir gucken und 3, 3 und 3, Begegnungs- und Schillerkraft, passt. So. Und jetzt das ist ein Mamfaxo. Mabula. Die sehen alle gleich aus. Ich glaube, das erkennt man ganz gut dann. Ah, so stelle ich mir das vor. Wow. So muss das, Leute. So und nicht anders.
So stelle ich mir das vor, so viele müssen hier auftauchen, wenn ich sage, ich möchte. Du bist du mal, ne? Ja. Also Lamus war wirklich eine Qual, das zu handeln. Phlegmon. Es gibt so Pokémon, die sind einfach eine Qual, wenn man sie handeln will. Phlegmon, Mimikma. Tatsächlich zählt Fukano auch dazu, weil es nur minimal heller ist. Und dann gibt es Pokémon, die erkennt man super, weil sie kotzgrün sind. Ach, das ist so ein, hier, Famibs oder wie sie heißen. Ich dachte gerade, das ist es auch. Nee, ist es nicht. Ach, so stelle ich mir das vor. So muss das meiner Meinung nach sein. Wenn wir Pokémon handeln. Schön viel von denen. Also ein paar möchte ich auf jeden Fall fangen. Moment. Mir ist mein Aschenbecher runtergefallen. Shit. Wo ist denn der Pilzen? Oh, das tut weh. Oh, voll am Knie. Oh. Muss ihn morgen mal aufräumen.
das tat echt weh. Leute, mir fällt gerade ein, ich gucke gerade auf die Uhr. Ich muss leider Schluss machen. Ich muss morgen früh doch sehr früh raus, aber ich denke mal, ich hoffe, dass ich morgen Mittag nochmal online komme. Dann machen wir morgen Mittag auf jeden Fall weiter. Ich wünsche euch einen schönen Abend, viel Erfolg beim Shiny Hunten, beim Züchten, beim Durchspielen. Ich denke mal, dass wir uns morgen so um hoffentlich 12 Uhr sehen. Bis dann, macht's gut und ciao.